Hallo, kommt doch rein. In Hamburg sind Sabine und ihre Shoppingbegleitung, ihr Mann Stefan, in freudiger Erwartung ihrer Shoppingbag. Das Thema dieser Woche: Statte dein Kind so fürs neue Schuljahr aus, dass es nicht gemobbt wird. Na, aufgeregt? Nee, überhaupt nicht. Oma hat unserer Tochter 400 Euro geschenkt, die wir jetzt ausgeben können. Das ist so cool von meiner Oma. Dafür können wir Hannah sogar noch einen Pony dazu kaufen, auf dem sie dann in die Schule reitet. Na, mal sehen, ob das mit dem Pony klappt. Erstmal gibt's die Shoppingbag für die Schulzes. Und, was ist drin? Oh, eine Liste. Die ist von Hannas neuer Schule. Alles Sachen, die wir für sie besorgen sollen. Ach, zeig mal her. Gespannt verfolgt Tochter Hannah, wie die Shoppingtour der Restfamilie endlich mit 2 Stunden Verspätung startet. Aber in Geschäft Nummer 5 hält sich die Laune auf. Die Schulzes entdecken endlich den passenden Schulranzen. Hey, hier ist er. Wow! Ja, teuer, aber dafür mit Anti-Mobbing-Garantie. Cool. Na, endlich. Na, nicht was vergessen? Mist, mit dem Ranzen sind wir schon bei 600 Euro. Und wir haben noch nicht mal das Sporttrikot dabei. Na toll, wir, die nehmen jetzt einen günstigeren Ranzen. Dann nehmen wir einfach einen günstigeren Ranzen. Ja, das Markenlogo, das drucke ich einfach aus und klebe es drauf. Das merkt Hannah gar nicht. Was merke ich nicht? Mit dem ollen Ding halten die anderen mich doch für einen Loser. Wie werden die Schulzes aus der Nummer wieder rauskommen? Wir geben einfach die von der Schule geforderten Schulhefte, die Buntstifte, die Wachsmalstifte. Den Bleistift H1, H2. Den Anstecker für die mittleren Stifte und das Tablet. Den Markenfüller zurück. Und die Star Wars-Federmappe. Ja, da reicht ja auch ein Gefrierbeutel. Toll! Dann müssen wir auch weniger Sachen mit ihrem Namen beschriften. What the fuck? Zeit für das Finale. Wie viele Punkte wird Hannah verteilen? Also, dafür gebe ich euch ganze 0 Punkte. Aber es sind nette 0 Punkte. Damit erreicht ihr leider nur den 2. Platz. Aber es ist ein guter 2. Platz. Hä? Aber es gibt doch nur einen Teilnehmer. Oh, Papa. Bei dem Spiel kann man doch gar nicht gewinnen. Eine Zuschauerin klickte hier, um mehr von Extra 3 zu sehen. Das Ergebnis verschlug ihr den Atem. Ein Zuschauer hat den Extra 3-Kanal abonniert. Bei Sendung 4 musste er weinen. Eine Zuschauerin aktivierte die Glocke, um nichts mehr von Extra 3 zu verpassen. Was dann geschah, veränderte ihr Leben.